Ich habe Diplom-Umweltwissenschaften studiert und im Hauptstudium hatte ich die Schwerpunkte Umweltpolitik und Umweltkommunikation. Und im Anschluss habe ich dann hier noch meine Promotion gemacht. Ich wollte ja wissen, woran hakt es eigentlich? Also viele Menschen sagen, ja, ist doch klar, Umwelt ist wichtig, Klimaschutz ist wichtig, aber irgendwie scheint es ja noch nicht zu funktionieren. Deswegen habe ich auch dann die Schwerpunkte Umweltpolitik und Umweltkommunikation gewählt, weil ich gedacht habe, dann erfahre ich mehr über die Mechanismen, über die Prozesse in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch im Wirtschaftssystem, um entsprechend zu wissen, an welchen Stellschrauben man drehen muss, um vielleicht etwas in die richtige Richtung zu bewegen. Ich habe dann erstmal für die Grünen gearbeitet, als Kreisgeschäftsführerin hier in der Region und bin danach zum Umweltbundesamt gegangen. Da habe ich dann in der wissenschaftlichen Politikberatung gearbeitet. Das hat großen Spaß gemacht. Ich war 7 Jahre dort und sitze jetzt seit einem Jahr im Bundestag. Ich würde sagen, ein erfolgreicher Mensch ist jemand, der in dem aufgeht, was er tut. Macht das, was euch Spaß macht, weil alles andere, dafür ist das Leben zu kurz. Also man sollte schon, finde ich, das studieren und in den Fächern sich spezialisieren, von denen man auch selbst persönlich was mitnehmen kann. Nicht immer wird es dann auf Anhieb dazu führen, dass man vielleicht seinen Traumjob findet, aber es ist auf jeden Fall, dass man ja dann eine Grundlage schafft dafür, in der Richtung auch was zu tun, was einem liegt. Sich dann bis zur Rente abzuquälen mit was irgendwie überhaupt nicht zu einem passt, glaube ich, wird man hinterher bereuen.